Wenn man über Genf Servette redet, dann redet man schnell einmal über den Tanner Richard. Das ist einer der Führungsspieler, die sechste Saison dabei in Genf. Und er bringt viel Energie in ein Team rein. Und er macht kein Geheimnis aus seinen Ambitionen. Irgendwo durch muss man einfach wirklich ehrlich sein und sagen, hey, wir wollen Meister werden. Und das ist unser Ziel. Und ich glaube, da müssen wir auch keine Angst haben, um darüber zu reden. Ob es passiert oder nicht, das sehen wir dann. Aber ich meine, Anfang der Saison wollte jeder Spieler und jedes Team Meister werden. Die haben dann Angst, um das zu sagen, weil sie keinen Druck wollen oder was auch immer. Aber wir sind da zum Meister werden. Also in dieser Garderobe akzeptiert das keiner. Das ist inakzeptabel für uns. Wir sind nicht da zum Zweiten werden. Wir sind da zum Gewinnen. Und wenn andere Teams nicht über das reden wollen, dann ist das ihre Sache. Das interessiert mich eigentlich nicht. Aber in dieser Garderobe glaubt jeder dran. Und es hat jeder ein Ziel. Und alles andere ist ungenügend. Gross ansagen, das ist das eine. Liefern dann aber noch etwas anderes. Aber Dan Richard, der liefert auch auf seine Art und Weise. Was zeichnet ihn aus, Thomas? Ja, vor allem seine unglaublich grosse Leidenschaft. Er kommt aus einer Hockeyfamilie. Und ich mag mich erinnern, vor zwei Jahren, als ich gegen Zug das Finale verloren habe, ist er zum Interview gekommen, das Tüchli, das Käppli angehangen und gesagt, wir kommen zurück. Und jetzt ist er da. Und ich glaube, er sagt das eben nicht nur, er lebt es auch. Und für den Moment ist er in Genf Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Und was ich spannend finde, er ist in der jüngsten Vergangenheit immer ein bisschen kritisiert worden. Er sei vor allem offensiv gut, defensiv macht er zu wenig, er hat schnell müde Beine. Und ich sehe es ganz anders. Also jetzt, auch in dieser Serie, auch vorne in den Playoffs, er macht einen riesen Job. Er ist ein unglaublich guter Bulli-Spieler. Er ist offensiv, bleibt manchmal das dritte Mal zurück und hilft dann wirklich defensiv, macht gute Backchecks. Mhm. Also für die Mannschaft ist er zentral, sehr, sehr wichtig. Und er ist gerade in dieser Saison, in den Playoffs, in dieser Serie noch mal wichtiger geworden für Genf. So wichtig, dass unser Reporter Matthias Rötlisberger im Stadion heute eben ein Auge auf ihn wirft. Ja, der Tanner Richard ist im 30. Geburtstag ein spezieller Spieler. Und er spielt auch für Playoffs bis dahin. Er ist bei jedem Trash-Talk dabei, er geht dem Gegner unter die Haut, aber vor allem ist er auch Liga-Topscorer in diesen Playoffs besitzen. Findet also die Linie haargenau zwischen Emotionen ins Spiel bringen und Emotionen aber auch im Griff zu haben und für sich zu nutzen. Haben ein bisschen beobachten beim Einspielen und es ist so eine schöne Mischung bei ihm im Gesicht zwischen voller Konzentration, aber dann doch auch ein bisschen Lockerheit. Also eigentlich genau das, was es braucht, um noch weit zu kommen in diesen Playoffs.